Ja, Patrick, was hat heute gefehlt gegen den FC Basel? Ja, erste Tor hat gefehlt. Wenn wir schießen dieses erste Tor, dann ich glaube, das ist eine andere Geschichte. Ja, Breel, was sagst du deine drei Kisten heute gegen Winterthur? Ja, ich hätte die drei Kisten sicher nicht ohne Mannschaft gemacht und ja, ich bin zufrieden, dass ich auch keine drei Goal mache. Bist du hässlich gewesen, dass du gegen Real nicht gespielt hast? Und hast du gedacht, jetzt haue ich diese drei rein? Ich habe ja gespielt. Ja, dass du nicht von Anfang an gespielt hast? Nein, ich bin nie hässlich. Wie war das am Anfang? Ist Winterthur ein bisschen stärker gewesen? Wie haben wir denn ins Spiel gefunden? Ja, es ist immer schwierig gegen Köp. Die ersten 15 Minuten haben sie relativ viel Druck gemacht. Und wir haben halt gut reagiert und mit dem 1 eigentlich haben wir sie ein bisschen beruhigt. Wie schwierig ist es gewesen, sich zu fokussieren auf Winterthur nach einem Match wie Real Madrid? Ja, schwierig ist es nicht, weil gegen Real Madrid war die Champions League und heute ist ein Cup-Spiel. Und wir haben gewusst, wenn wir heute den Match verlieren, können wir es nicht mehr korrigieren. Wie ist es, gegen Spieler zu spielen, die vor ein paar Tagen noch gegen Ronaldo und Bale verteidigt haben, wie zum Beispiel Fabian Schär? Ja, für mich mit meiner Erfahrung oder João Paiva, wir haben Spieler bei uns, die haben schon zum guten Niveau gespielt. Wir haben Airo, wie bei Arsenal war, dann wir haben nicht dieses Gefühl gehabt, dass sie haben gegen größere Spieler gespielt haben. Wir haben ein Match gemacht und hat nie geklappt. Das war kein Thema für uns. Also spielen Sie nicht besser als andere Verteidiger in der Challenge League? Ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist es gemütlich zu spielen gegen solche Spieler als ein paar Verteidiger in der Challenge League. Jetzt nächstes Spiel in der Meisterschaft, wenn du zum Sieger zurückkehren, oder? Ja, definitiv. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns nach der Niederlage in der Meisterschaft gegen GC. Jetzt sind wir zurück in die Siegerstraße.